Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Purpur, dem Momomanie-DLC. So nenne ich das jetzt einfach mal, weil ja so auch die Quest heißt. Beim letzten Mal haben wir in das DLC reingeschaut. Hanna ist von irgendwas besessen. Und jetzt suchen wir eine Fernbedienung. Wir werden bestimmt schnell fündig. Ja, gewonnen. In der Topfpflanze. Darf ich jetzt doch nicht den Film aussuchen? Ich gewöhne es mir jetzt an, nach jeder Sequenz auch mit den Leuten zu reden. Mit unseren besten Freunden. Ich habe eine böse Vermutung, was passiert sein könnte. Sie haben bestimmt was gesehen. Abend. Hallo? Okay, was auch immer von denen hier Besitz ergreift, ist es definitiv bösartig. Der Hell? Los geht's, Ogerpon! Einfach Slam! Aua! Na gut, damit hätte ich eigentlich rechnen können. Jo hat auch gar nicht auf Ogerpon reagiert. Ich sollte Ogerpon wechseln. Okay, die Gegner sind nur so Level 79.
aus, böse. Ich kümmere mich mal um Ariados. So, jetzt nur noch Noctu. Einfach Feuersturm, das passt schon. Ich weiß, dass ich jetzt vergessen habe, mich ins Bild wieder zu packen. Für den Kampf, aber ist jetzt sowieso vorbei. Sie haben sich aufgeführt wie Hanna. Da hinten ist sie doch. Schnell hinterher. Hallo. Hallo? Okay, bloß nicht die Mochis essen. Aber jetzt wissen wir wenigstens, auf welche Weise das passiert. Ich hätte Ogerpon heilen sollen. Ich wüsste nur gern, was es mit dem Getanze auf sich hat.
Hat das Pokémon daran Spaß, was das verursacht? Vor allen Dingen, wie macht es das über die Mochis? Muss sowieso Pokémon wechseln. Ich denke mal, dass Nemila auch eins von diesen Mochis gegessen hat. Das war ja wahrscheinlich unter diesem Gratis-Zeug. Mamute kann ich mit Nahkampf wegmachen. Okay, das DLC ist crazy. Im Übrigen, wenn ihr die irgendeinen Erweiterungspass habt, dieses DLC ist kostenlos. Ganz wichtig. Wir helfen denen. Keine Sorge. Zur Not mit einem Schlag auf den Kopf. Aqua Durchstoß. So, der Kampf ist vorbei. Oh, ich habe Skelekrog auf Level 100 gebracht. Bloß nicht das Mochi essen. Reiß dich zusammen! Wie geht es euch? Schnell zurück. Leute, ich habe gerade was gelernt. Meine Pokémons werden geheilt nach den Kämpfen. Ihr habt bestimmt aus Versehen die Mochis gegessen. Okay, denen ist doch nichts passiert.
Besser, wir bleiben beisammen. Da hinten dance schon wieder irgendwer im Hintergrund. Bei Cosima sieht das lustig aus. Pepper sieht irgendwie ein bisschen gezwungen aus. Ich weiß gerade nicht, welchen Namen ich zuerst nennen soll. Wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach Zufall, welcher Name dran kommt. Und stopp. Momo Voli. Jetzt kommt erstmal die Evoli-Armee. Hat es irgendwie den Wunsch, alle zu Pokémon zu machen? Ich verstehe dieses Pokémon nicht, warum es das tut, was es tut. Ach ja. Voll vergessen. Ich finde das da ganz hinten lustig, ne? Vielleicht wollte dieses Pokémon auch einfach nur mal Pokémon-Kämpfe bestreiten. Ich und Jo wissen jedenfalls, ist nicht die Mochis. Ich glaube, ich und Jo sind die einzigen, die überhaupt noch bei Sinnen sind. Also wer sich diese Story ausgedacht hat, 10 von 10. Ich finde es einfach nur lustig, der Person im Hintergrund, die halt die ganze Zeit diesen komischen Tanz macht. Och nee, ich hasse Feen-Pokémon. Ich komme mit denen irgendwie nie klar. Ich mag Siegeswille.
Cosima ist definitiv der Schwere von den beiden. Weil die Evoli-Armee, die kann schon was. Die Pokémons von Pepper, die finde ich jetzt nicht so heftig. Das war's mit Quappo. Warte mal, was wäre denn überhaupt, wenn wir den Kampf verlieren würden? Wir müssen doch definitiv diese Mochis irgendwie in uns aufnehmen, damit dieses Pokémon Gewalt über uns hat. Hinter uns hat auch noch einer gedanced. Hey, guck mal, die einzige, die unbetroffen ist, ist die Schwester Joy, die hier steht. Und die interessiert uns halt nicht die Sau, was hier passiert. Sie interessiert uns halt echt null. Solange ich aber am Maschinchen stehe, ist schon alles in Ordnung. So, nur noch ein Pokémon von Cosima. Also wir wissen ja jetzt, wie es die Leute kontrolliert. Die Frage ist, wie heben wir das auf? Weil sie einfach nur zu besiegen, macht ja offenbar keinen Unterschied. Das war klar. So, müsste jetzt down sein. Mo. Das Ding da hinter euch, das fange ich. Ich habe noch ein paar Meisterbälle. Es läuft weg! Okay, zum Gefährtenplatz. Hier seht ihr das nochmal. Ich werde immer geheilt. Achtung, die Dance Party folgt uns. Nein, wahrscheinlich nicht. Fang an, dich nicht zu mögen. Der Hell! Ich sag dir doch, die Tanzparty ist hinter uns her. Halt mir den Rücken frei. Ne, Mila könnte jetzt ätzend werden. Cosima ist sich selbst ja auch ein bisschen treu geblieben mit den Evoli. Ist ja Evoli-Fanat. Und sie ist Kampf-Fanat. Also, es kontrolliert sich offenbar nur so zu 95%. Ein bisschen kommt noch durch. Gemein ist das Pokémon hinter die Mila trotzdem. Sag mal, sehe ich die ganze Tanzparty jetzt, wenn ich hinter mich gucken kann?
Wartet, ich lasse die Kamera drehen. Ja, die ganze Dance Party. Das hier ist ein längerer Kampf. Ich kann ruhig in den nächsten Kampf Terra kristallisieren. Nachdem wir das letzte DSC abgeschlossen haben, braucht man den Terra-Kristallort nicht zu regenerieren. Nur irgendwie hat die Terra-Kristallisierung gerade ewig lang gedauert. Ich finde, aus dem gesamten Spiel, die es hier gerechnet, ne? Ogapon und Terrapagos sind definitiv die coolsten Pokémon des gesamten Spiels. Zusammen mit Miraidon und Koraidon. Viscogon wäre schrecklich für mein jetziges Pokémon. Drache gegen Drache. Es kann nur einen geben. Jetzt kann ich wieder zu Ogapon. Solange es nicht drauf geht, bleibt die Terra-Kristallisierung ja auch drauf. Naja, eventuell ist mein Team, was ich jetzt gerade habe, ein bisschen zu OP. Muss aber auch fairerweise sagen, die sind im DSC generell gelevelt. Also ich habe denen da keine Bonbons mehr wirklich gegeben. Den einzigen Pokémon, den ich Bonbons gegeben habe, Ogapon zum Aufholen und Seitigern auch selbes Thema. Ansonsten habe ich keine Bonbons verteilt. Also an mein Hauptteam. Ich muss an der Stelle übrigens auch mal erwähnen, das Grinding-System in diesem Spiel ist einfach extrem viel zu broken. Also es ist so einfach zu leveln. Mit diesen EP-Bonbons. Du brauchst halt echt keine Pokémon-Kämpfe mehr mit frei rumlaufenden Pokémon. Du ballerst einfach die Bonbons rein und das Vieh levelt von Level 1 direkt auf Level 80. Das ist so extrem broken. Hat echt gar keinen keine Mühe hier mehr. So, nur noch Maskagato. Soll ich es ein bisschen fair gestalten? Komm, ich gestalte es ein bisschen fairer. Wenn ich jetzt Gelekoq nehme, geht es sowieso instant drauf. Oh, selbst so machst du die Terra. Aber zu meinen Gunsten, ich habe nämlich Fußkick eingesetzt. Ich würde immer noch gerne wissen, was es mit dem Getanz auf sich hat.
Also mit dem Kontrollieren, das habe ich ja verstanden, aber warum tanzen sie? Ich find's lustig, ich würde nur gern wissen, wieso. Okay, als nächstes soll ich das rätselhafte Pokémon besiegen. Aber ich würde sagen, Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das ist dann wahrscheinlich auch direkt das Finale zu diesem DLC. Wie gesagt, es ist nicht besonders lang. Also ja, ciao und bis zum nächsten Mal.